Unter Erste Hilfe versteht man die im Notfall zu leistenden Maßnahmen bis zum Eintreffen des Krankenwagens oder Arztes. Grundsätzlich besteht in Deutschland eine rechtliche Verpflichtung zur Hilfeleistung in Notsituationen. Wenn diese Notfallhilfe nicht geleistet wird, kann das zu Geld- oder Freiheitsstrafe führen. Man sollte also wissen, wie das geht. Erstens, achten Sie auf Sicherheit. Sichern Sie im Straßenverkehr das Fahrzeug durch Einschalten der Warnblinkanlage, sich selbst durch eine Warnweste und die Unfallstelle mit einem Warndreieck. Zweitens, prüfen Sie die Reaktion des Opfers. Der Verletzte sollte bei jeder Hilfeleistung sitzen oder liegen. Überprüfen Sie, ob das Opfer ansprechbar ist durch Ansprechen, leichtes Klopfen auf die Wange oder vorsichtiges Rütteln. Versuchen Sie, das Opfer je nach Witterung vor Kälte oder Hitze zu schützen. Dritter, setzen Sie einen Notruf ab über 112, da wählen Sie sofort 112, um einen Krankenwagen anzufordern. Die Notrufnummer 112 gilt in allen europäischen Ländern. Beim Notruf 112 sind folgende Angaben zu machen. Wo ist der Notfallort? Was ist passiert? Wie viele Personen sind verletzt? Welche Verletzungen? Warten auf Rückfragen. Vierte, Atemwege öffnen. Überstrecken Sie den Kopf, damit die Atemwege freiliegen. Halten Sie Ihr Ohr direkt über den Mundbereich, um die Atmung zu überprüfen. Drehen Sie vorsichtig den Körper des Opfers auf den Rücken. Knien Sie sich seitlich in Kopfhöhe neben das Opfer. Fassen Sie nun mit einer Hand an die Stirn des Opfers. Dann geben Sie zwei Atemspenden durch Nase oder Mund des Opfers. Fünfter, wenn keine Atmung und kein Puls da ist, beginnen Sie sofort mit der Herzdruckmassage kräftig und schnell. Knien Sie sich hierfür seitlich neben das Opfer. Entfernen oder öffnen Sie die Kleidung am Brustkorb. Platzieren Sie eine Hand mit dem Ballen zwischen die Brustwarzen des Opfers. Legen Sie die andere Hand darüber und drücken Sie mit der ganzen Kraft Ihres Oberkörpers. Vorsicht, bei Kleinkindern besser etwas weniger kraftvoll. Sechster, versorgen Sie die Wunden. Wunden dürfen Sie nicht berühren, nicht auswaschen und nicht mit Salbe etc. behandeln. Siebter, Schocklage. Ist die Gesichtshaut des Opfers kalt, blass und fahl, ist der Puls schneller und schwächer werdend, dann ist eine Schocklage herzustellen. Das Opfer liegt auf dem Rücken, die Beine senkrecht hochheben und halten, anschließend ein geeignetes Gepäckstück unter die Beine legen und durch eine Decke vor Wärmeverlust schützen.